Alter, was geht ab, der Dunge? Samstagvormittag, paar Minuten vor 11. Achso, wir sind hier auf dem Pokémon Go-Kanal. Ich bin direkt aus dem Bett hierher gekommen. Also, ich musste noch schnell Haushalt machen, weil heute ist ein langer Tag. Ich habe eine Menge zu tun. Und wir versuchen, die Red Dead zu zocken. Mal schauen, ob das so klappt. Level 3 auch. So ein Ding kann ich ja auch alleine machen, Mann. Easy. Digga, ich hätte gar nicht hier runterfahren müssen. Wobei, wo soll ich sonst hin? Für den Fall der Fälle. Eigentlich hätte ich hier nach links gehen müssen. Für die ganzen AGen und für die Innenstadt AGen Route. Aber in die Richtung ist das, was ich danach essen gehen will. Und wenn ich eh auf niemanden angewiesen bin, kann ich die AGen in der Richtung und die Raids in der Richtung schon mal machen. Und ich spare mir Zeit und kann schneller und früher essen. Habe ich gar nicht erzählt, dass ich essen will, oder? Das habe ich meinem Hauptkanal erzählt. Meinem Vlog-Kanal. Oh mein Gott, zu viele Videos. Ich bin maximal verwirrt. Egal, legen wir los. Was ist das für ein Typ? Wieso habe ich Gestein? Egal, sorry, Leute. Achso, wegen Käfer. Käfer, Gestein. Boah, ich habe keine Ahnung, was die besten Konter dagegen sind. So, ich kann euch schon mal sagen, wenigstens haben wir einen gemacht. BP, keine Ahnung. Die hat wenigstens ein bisschen nachschauen müssen. Aber ich war echt busy. So, und der kann shiny sein. Klar, bei Red Day. So. Katastrophal, der Wurf. Aber ey. Ey. Ey! Ey! 3 Sterne! Digga, das sind Pfadfinder! Echte Pfadfinder! Ich stelle mir halt Pfadfinder nur so immer aus von Filmen und so vor, aber die gibt es ja tatsächlich in echt, Mann. So, nichts erinnern, ich gehe doch nicht in die Richtung, die ich geplant hatte, weil der Laden macht erst um 12 auf, also es bringt sich früher dazu sein, deswegen gehe ich doch die ganz normale Innenstadt-Arena-Route entlang. Vielleicht machen wir noch eine Arena alleine, aber wenn es nicht sein muss, muss es nicht sein. Also das müsste jetzt ein bisschen länger dauern, weil wir sind nur 4. Davor waren wir über 10 oder so. Nicht mal 40 Sekunden zu viert. Einer von denen war Level 20 oder so. Also alleine sollte es schon easy machbar sein. Ey, Starläufer habe ich bekommen. Ironisch, weil ich laufen hasse und die Quest letztens, also im Video gestern gemacht habe, richtig leidend mich durchgequält habe. Übrigens ein Shiny Elekid Kostüm. Ist mir, hatte ich so gar nicht gedacht, aber war ja klar, weil das davor war ja Labgas mit Kostüm. Dementsprechend natürlich Elekid mit Kostüm und dann nächste Woche das für Rot natürlich auch mit Kostüm. Dementsprechend ziemlich selten, aber ja, was soll ich dazu sagen, ihr wisst. Das ist übrigens die Arena-Route, die 2 haben wir gemacht. Und die 5 oder 6 vor uns machen wir noch. Beziehungsweise ich habe gar nicht so viele Raid-Pässe. Ich wollte gerade sagen, das wird der, den wir alleine machen. Aber da ist in letzter Sekunde noch einer gekommen. Jetzt sagen Leute, na klar, du kannst einfach private Gruppe machen. Machen wir wahrscheinlich beim letzten Raid. Machen wir beim letzten Raid, Leute. Außerdem ist der Typ gar nicht da, also noch bin ich alleine. Ich glaube, er ist rausgegangen, weil er dachte, zu zweit schaffen wir es nicht. Okay. Sieht easy aus. Was ist die Hälfte? 90 Sekunden? 180? Oder 160? Ja.
Oh mein Gott, Brokkolos. Ich glaube, dieses Vieh habe ich noch niemals in meinem Leben eingesetzt. Okay, wir sind schon im gelben Bereich. Alles easy hier. Junge, Brokkolos kann ja gar nichts. Mein Gott, Despota. Gott, ein Gagados. Es ist mühsam, aber von der Zeit her sieht das eigentlich ganz gut aus. Aber wieso wird mir Gagados vorgeschlagen anstatt Kyogre? Vor allem, der ist ja Gestein. Gestein ist so gut gegen Gagados. Schau mal, der kassiert ja anders aus. Keine Ahnung, Digga. Aber ja, ja. Das ist easy machbar. Easy, easy, easy. Die Minute hatten wir noch über. So. 100% IB-Check. Schmarrn. Ich kann die IB gar nicht. So. Ein Shiny-Check können wir machen. Das wird, glaube ich, der vorletzte Raid sein. Wir sind wieder alleine. Waren diesmal sogar ein bisschen langsamer. Irgendwas ist schlecht, weil ich habe schon welche über 22. Kann der Bob Shiny sein? Eigentlich schon, oder? Ja. Da haben wir ihn. So, letzter Raid, wenn ich das richtig berechnet habe. Ich hatte ein Pass von gestern und dann jetzt die 5, die ich heute bekomme. Müsste Finish sein. Früher. Leute zocken alle 3 Stunden durch mit ihren Pässen, oder? Je nach Pokémon, oder? Wahrscheinlich. Ja. Früher gab es den Zeitzonen-Trick. Nach hinten springen, nach vorne springen und du hattest irgendwie 15, 16 Pässe. Also das haben die noch gefixt, als es mich noch gab. Also als ich noch aktiv gespielt habe, haben die das schon gefixt. So, let's raid. Sehr wahrscheinlich. Schauen wir mal, wartet. Ein bisschen braucht er noch. So. Und IB. 22,17. Das ist der beste heute für mich, glaube ich. Ist er shiny? Nee. Ein shiny habe ich bekommen. Oh! Ein Pass gibt's noch. 7, hä? Okay. Dann machen wir einen noch. 8 Leute am Start, irgendwelche Mega-Entwicklungen am Start. Easy, easy. Nicht mal 20 Sekunden. So, das ist aber der letzte. Ich weiß gar nicht, wie man auf 7 kommt. 21,95 und übrigens der vorhin war nicht der beste. Ich hatte schon höheren, also alles schlecht. Yeah, let's angle! Ja, okay. Ich habe keinen guten und einen einzigen Shiny. 1 in 7? Ja, ist okay, oder? Geht los, Leute. Erstmal kriegen die später eine schlechte Bewertung, weil man kann sich über den Fernseher nicht einloggen auf der Webseite. Nur auf PC. Ich mach richtig mit einer Mann. Soll ihn doch jetzt dissen, oder nicht? Toll. Manuel hat doch Hype, Interviews, siehst du das? Er kann ihn jetzt runterdrängen und Hype. Aber jetzt guckst du in die Augen. Also, Herr Werner, Handshake.
Oh mein Gott. Ich würde gnadenlos dann Waffen zerstören. Richtig Conor McGregor Style. Ja, aber echt verdient. Ja, und das war's von mir, Leute. Video ist gestern nicht schon online gekommen. Ich versuch's ja immer direkt am Tag des Events, aber wir haben uns noch den Kampf angeschaut von Manuelsen und dann noch UFC, deswegen ja, ich habe einen Shiny gefangen, ein paar Raids gemacht, die freien Pässe genutzt, auf Niantics Nacken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr hattet ein Shiny, irgendwas Gutes. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren, check die Views ab. Vergesst nicht Pokémon, oh, und folgt mir auf Instagram und vergesst nicht Pokémon Go, serious business.